Gott, sind die schön. Ich habe mir selbst Blumen geschenkt. Das sollte man sich auch einfach mal so manchmal gönnen, aber es gibt einen besonderen Anlass, denn ich habe heute mein Manuskript rausgeschickt an Agenturen. Keine Ahnung, ich habe den ganzen Tag so gezittert, ich war den ganzen Tag so aufgeregt und habe alles 100-mal gecheckt und jetzt habe ich es irgendwie noch gar nicht so richtig realisiert, dass dieses Projekt damit offiziell abgeschlossen ist und jetzt nicht mehr in meinen Händen liegt, ob daraus was wird auf dem Buchmarkt oder nicht. Spätestens jetzt, allerspätestens jetzt, muss ich mir was gönnen, muss ich mich selber belohnen und darf ich auch einfach mal stolz sein, dass ich es geschafft habe. Ich habe einen Roman geschrieben, der zumindest mir gefällt, der meinen TestleserInnen gefallen hat. Ich habe überlegt, ob ich mir diesen Moment vielleicht aufsparen soll dafür, wenn ich vielleicht, hoffentlich, irgendwann eine positive Rückmeldung bekomme, womit ich einfach nicht fest rechnen kann und worüber ich jetzt auch gar nicht so viel nachdenken will, weil ich nicht enttäuscht werden will. Und dann dachte ich mir auch, nein, ich will jetzt den Wert dieser Leistung, dieser Geschichte, dieser Zeit, die ich da reingesteckt habe, dieser Träume, die damit verbunden sind, will ich nicht von außen bewerten lassen, sondern ich gebe dieser Sache diesen Wert und ich bestimme, dass ich darauf stolz sein darf und dass ich was geleistet habe. Und ich weiß ja, was ich da alles reingesteckt habe. Und deswegen muss ich nicht auf Bestätigung von außen warten, bis ich mir einen Blumenstrauß schenke, sondern kann das auch einfach jetzt machen. Und das habe ich gemacht und er ist wunderschön. Ich höre jetzt auch auf zu arbeiten für den Tag und mach einfach, worauf ich Lust habe. TBR-Wagen. Ich habe das jetzt wirklich so gemacht, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, dass ich alle ungelesenen Bücher in diesen Wagen gestellt habe, weil ich das Gefühl habe, wenn er sich dann so langsam leert und die Bücher zurück in mein Regal wandern, dass ich dann einfach so ein richtiges Gefühl von Fortschritt habe. Der Wagen ist auch wirklich voll, also mehr dürften es auch eigentlich nicht sein. Beim Aufräumen hatte ich das schon mal so ein bisschen danach sortiert, was mich in nächster Zeit vielleicht am meisten interessiert. Aber ich wollte jetzt nochmal eine kleine Herbstleseliste daraus zusammenstellen und mit euch teilen, weil ich finde, dass der Herbst mit die schönste Lesezeit im Jahr ist und es gibt einfach ein paar Bücher, die ich mir extra dafür aufgespart habe und jetzt ist es bald soweit. Hier oben liegt auch ein Buch drauf, das ich schon gelesen habe. Aber eigentlich hätte ich es gern diesen Herbst nochmal gelesen. Das ist so schwer auszusprechen. Ninth House. Das neunte Haus auf Deutsch. Ein Dark Academia Fantasy Buch. Es spielt an der Yale Universität. Es geht um Geister und es ist ganz unheimlich und spannend und düster. Und ich habe es unfassbar gerne gelesen. Der zweite Teil ist jetzt nämlich auch draußen. Und den wollte ich auch lesen, aber ich muss unbedingt das erste Buch vorher nochmal lesen. Ich meine, den zweiten Teil darf ich mir jetzt erstmal eh nicht holen, aber ja, ich hätte das schon gern gelesen. Aber das hält mich dann natürlich wieder mit meiner Challenge auf, dass ich eigentlich meine ungelesenen Bücher endlich mal lesen möchte. Ist aber auf jeden Fall ein gutes Herbstbuch, kann ich euch empfehlen, falls ihr noch was sucht. Was ich auf jeden Fall im Herbst lesen möchte, ist Autumn von Ellie Smith. Das habe ich mir zum Geburtstag selbst geschenkt, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist der erste Teil eines Jahreszeitenzyklus, den Ellie Smith geschrieben hat. Also es gibt zu jeder Jahreszeit ein Buch. Autumn ist das erste und deswegen ist es jetzt auch die perfekte Zeit, damit anzufangen. Ich weiß gar nicht so genau, worum es geht, nur dass wir hier zwei Personen aus ganz unterschiedlichen Generationen haben. Und dann heißt es hier nur, The United Kingdom is in pieces, divided by a historic once in a generation summer. Dieses Buch hier
Oh, da freue ich mich so sehr drauf. Das habe ich schon seit Weihnachten. Und jetzt ist es endlich soweit. Jane Eyre von Charlotte Bronte. Habe ich schon oft gehört, dass es das perfekte Buch für den Herbst sein soll. Ein Klassiker, den ich schon unglaublich lang lesen möchte. Und dann habe ich natürlich wieder diese schöne Schmuckausgabe. Und da freue ich mich einfach so sehr drauf, weil ich mit diesen Ausgaben einfach immer so richtig gut abtauchen kann, habe ich das Gefühl. Weil da einfach diese ganzen Extras wie Briefe und so dabei sind. Ich habe das Gefühl, ich habe euch das schon tausendmal gezeigt, aber ich bin einfach immer wieder aufs Neue begeistert davon und finde das so schön. Ja, und ansonsten weiß ich es noch gar nicht so genau. Mir hatten auf jeden Fall Leute geschrieben, dass Teufels Werk und Gottes Beitrag von John Irving ein gutes Herbstbuch sei. Das heißt, das nehme ich auch mit auf die Liste. Ich meine sogar, dass ich es letztes Jahr schon auf meiner Leseliste für den Herbst hatte und ich habe es nicht gelesen. Also wird es höchste Zeit. Danke übrigens an alle, die unter dem letzten Video so viel kommentiert haben. Ich finde es immer so schön, was auch für tolle Gespräche unter euch dann immer entstehen und wie viel Input wir alle bekommen. Und ja, das war irgendwie wieder so schön, da durchzuscrollen und durchzulesen. Und ich nehme mir auf jeden Fall eure Empfehlungen, was ich zuerst von all diesen Büchern lesen soll, sehr zu Herzen. Das hier wurde öfter genannt. Deswegen kommt es hier dazu. Dann habe ich irgendwo gelesen, ich glaube in einer Rezension, dass die Einladung von Emma Klein das perfekte Buch ist für den Übergang von Sommer zu Herbst, weil es, glaube ich, auch am Ende des Sommers spielt. Und auch eine sehr coole Sache, ich war am Wochenende auf der Lesung von Caroline Wahl, die 22 Bahnen geschrieben hat. Das ist ja eines meiner Jahreshighlights in diesem Jahr bisher. Und sie wurde gefragt, welche AutorInnen ihre Liebsten sind. Und dann hat sie gesagt, dass sie unter anderem Emma Klein gerne liest. Und jetzt will ich es erst recht lesen. Ich denke auch, dass ich vielleicht mit diesem Buch anfangen werde, einfach wegen dieses Spätsommer-Settings. Der Sommer in den Hamptons neigt sich zum Ende und Alex ist nicht mehr willkommen. Denn egal wie nahe sie der Welt der Reichen und Schönen gekommen ist, sie ist nur zu Gast und keine Einladung gilt für immer. Eine abgründige, hochaktuelle Geschichte über Abhängigkeit und Macht, Manipulation und Grenzüberschreitung und über die vielen Rollen, die wir im Leben spielen. Eigentlich schreit das nicht Herbst, aber ich bin mit am gespanntesten auf dieses Buch. Egal, ich setze das jetzt einfach auf die Liste. Vielleicht mache ich das auch noch so kurz bevor der Herbst so richtig über uns einbricht. Heimkehren von Yagi Yasi. Der Kampf zweier Familien um Heimat und Identität. Hier geht es um eine Familiengeschichte über viele Generationen und Jahrhunderte hinweg, die darin wurzelt, dass zwei Schwestern unterschiedliche Lebenswege einschlagen. Eine heiratet einen reichen Engländer, der durch Sklavenhandel so wohlhabend geworden ist, und die Schwester wird selbst als Sklavin verkauft. Und dann führt die Geschichte bis in die Gegenwart hinein. Das klingt so krass gut. Deswegen kommt das hier jetzt einfach mal dazu. Es hatte auch jemand geschrieben, dass alte Sorten perfekt für die jetzige Zeit sei. Bei der gemeinsamen Arbeit auf den herbstlichen Feldern. Ja, das reicht mir. Das setze ich damit auf die Leseliste. Und Patrick hat das Buch ja auch erst ausgelesen. Und ich liebe das, wenn wir relativ zeitlich nah aneinander das gleiche Buch gelesen haben, sodass wir richtig ausführlich drüber sprechen können. Das ist immer mega schön. Und wenn das Bücher bleibt stehen. Und wenn das eh so herbstlich ist, dann passt das ja ganz gut. In einem Weinberg begegnen sich Sally und Liz. Sally, jung und wütend, ist auf der Flucht vor allem und jedem. Liz, ebenfalls eine Einzelgängerin, bewirtschaftet allein einen Hof. Von Anfang an spüren sie eine seltsame Verbundenheit. Bei der gemeinsamen Arbeit auf den herbstlichen Feldern, im Birngarten und beim Versorgen der Bienen beginnen sie zaghaft über das zu sprechen, was sie von anderen Menschen trennt. Wann entsteht wirklich Nähe? Alte Sorten ist ein Roman, der entschleunigt und den Blick auf das Wesentliche lenkt. Das ist doch auch ein schönes Motto allgemein für den Herbst und für die nächste Zeit, zu entschleunigen und den Blick auf das Wesentliche zu richten.
So, jetzt ist die Frage, ich finde, der Herbst geht immer viel schneller vorbei, als man erwartet. Der ist irgendwie immer super kurz und plötzlich ist schon Winter. Deswegen darf dieser Stapel nicht zu sehr ausarten. Okay, ich glaube nicht, dass dieses Buch krasse Herbst-Vibes hat. Zumindest geht es aus dem Klappentext nicht hervor. Aber es ist schön kurz und es ist mein neuestes Buch, unter anderem mit mein neuestes Buch. Hier geht es um einen Fotografen und eine Tänzerin, beide schwarz, die sich ineinander verlieben. Es geht um Rassismus, um Männlichkeit und soll unfassbar lyrisch geschrieben sein. Also eigentlich genau mein Ding. So, aber jetzt nur noch herbstliche Bücher. Es meinten auf jeden Fall auch ein paar Leute, dass ich mit Stoner anfangen soll von John Williams. Ich glaube, dass das auch ein Buch ist, das sehr melancholisch ist und damit schon sehr gut in die kälteren Jahreszeiten passt. Ich leg's mal dazu. Okay. Herbstbücher. Das wollte ich eigentlich auch noch unbedingt lesen. Eigentlich diesen Sommer, aber naja. Vielleicht, wenn ich mit dem Stapel fertig bin. Ich glaube, das waren meine Herbstbücher. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hätte mir viel mehr dafür zurückgelegt schon. Aber ist ja auch okay. Ich meine, wie oft ist das jetzt bitte hier schon umgefallen? Es ist eh schon, finde ich, ein sportlicher Stapel mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Büchern, wenn ich das neunte Haus dazu zähle. Ich hätte eigentlich diesen Herbst auch unfassbar gerne was von Shirley Jackson gelesen. Zum Beispiel We Have Always Lived in the Castle. Ja, so heißt das. Shirley Jackson soll ja die absolute Königin von Mystery und Horror sein, also so ganz leisen, subtilen Horror, was ich so cool finde. Für mich wird es dieses Jahr leider nichts, aufgrund dieser Situation hier, aber vielleicht sucht ihr ja noch irgendwas und das würde mich persönlich sehr interessieren. Und House of Leaves von Mark Danielewski, ich glaube so heißt er. Ich habe schon öfter gehört, dass dieses Buch wirklich unheimlich ist und wirklich angsteinflößend, weil es alle Konzepte von Welt und Raum und Zeit und allem, was man sich vorstellen kann, auseinandernimmt und einen da sehr, sehr mit reinzieht. Falls ihr das Buch mal im Laden seht, blättert da mal durch, dann bekommt man schon einen Eindruck davon, weil dieses Buch nicht einfach normal durchgeschrieben ist, sondern allein das Schriftbild schon sehr, sehr einschüchternd aussieht, sage ich mal. Das ist auch ein Buch, das mich irgendwann mal interessieren würde, im Herbst zu lesen und wo ich gehofft habe, letzten Herbst, dass dieses Jahr das Jahr sein könnte, aber nein. Noch nicht. Erzählt gerne mal, ob der Herbst für euch auch so die Hochphase des Lesens ist oder ob ihr eine andere Lieblingsjahreszeit zum Lesen habt. Thank you.
Hallo und guten Morgen. Ich bin richtig gut drauf heute, weil ich endlich mal genug geschlafen habe. Ich denke ja immer, ich bin eine Morning Person und wenn ich lange genug versuche, früh aufzustehen, dann wird das auch easy und entspannt. Aber ich merke einfach, mir geht's besser, wenn ich einen Ticken später aufstehe. Also ein Ticken später heißt 8:30. 8 ist eigentlich meine Lieblingszeit. Und dann bin ich auch den ganzen Tag viel produktiver und viel besser gelaunt. Ich sollte es vielleicht einfach akzeptieren, dass ich kein Early Bird bin. Ich wollte euch ein kurzes Leseupdate geben, weil ich ein Buch beendet habe, und zwar The Poppy War von R.F. Kuang. Und dieses Buch zu beenden bedeutet, dass ich meine Sub-Abbau-Challenge starten kann. Das ist der erste Teil einer Fantasy-Reihe, die ich jetzt angefangen habe und erst fortsetzen kann, wenn ich 73 andere Bücher gelesen habe. Aber es ist okay. Als ich das Buch angefangen hatte, dachte ich mir, das wird, glaube ich, schwierig, so lange darauf zu warten. Aber ich muss sagen, dass nach der sehr, sehr guten ersten Hälfte eine nicht ganz so überzeugende zweite Hälfte gefolgt ist, für mich zumindest. Die Grundidee fand ich super cool, durch eine Fantasy-Geschichte etwas über chinesische Geschichte zu erzählen. Wir verfolgen Rin. Sie ist anfangs ein junges Mädchen aus nicht sehr guten Verhältnissen, aber sie verschafft sich selbst Zugang zu der angesehensten Militärsakademie des Landes, was eigentlich für Menschen aus ihrer Klasse nahezu unmöglich ist. Aber sie ist sehr, sehr intelligent, sehr entschlossen und schafft es somit, die Prüfungen zu bestehen und dort angenommen zu werden. Und dann folgen die ersten Jahre an der Akademie und das war der Part, wo ich Rin sehr, sehr gerne mochte. Ich fand, sie war eine sehr coole Heldin im ersten Part und dieses ganze Schulsetting hat mir gefallen, wie das aufgebaut wurde, das Ziel Rins und sie da einfach zu verfolgen, das hat sich gelesen ein bisschen wie Der Name des Windes von Patrick Rothfuss, nur jünger. Und dann in der zweiten Hälfte des Buches, ich weiß nicht, was geschehen ist, alle Nebenfiguren wurden gefühlt ausgetauscht, die neuen Nebenfiguren habe ich bis zum Schluss nicht richtig auseinanderhalten können, weil sie gar nicht entwickelt wurden. Die Protagonistin hat plötzlich einen komplett anderen Charakter gehabt, all ihre Ziele aus den Augen verloren, ihre ganze Intelligenz, Rationalität und Entschlossenheit für eine klare Sache. Plötzlich wurde sie so ein Fähnchen im Wind und die Richtung, in die es dann ging, diese Rache, die sie nährt und dieser Hass, der sie immer mehr nährt, das hat mir einfach nicht gefallen. Ich muss auch sagen, dass das Buch extrem brutal und grafisch wurde in der zweiten Hälfte. Also da wurden wirklich Kriegsszenen, also in der zweiten Hälfte des Buches bricht dann ein großer Krieg aus und da wurden Kriegsszenen und Unmenschlichkeiten geschildert, die sehr heftig waren. Und ich war mit dem Ausgang auch überhaupt nicht zufrieden. Ich werde, denke ich, schon weiterlesen, aber ich muss sagen, ich habe mir irgendwie mehr von dem Buch erwartet. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich diese Sub-Abbau-Challenge so machen werde, dass ich zu jedem Buch versuche, ein Kurzvideo zu machen, also einen Short vermutlich, und dann euch regelmäßige Updates und ausführliche Reviews in den Lesemonaten zu geben. Und ich mache aber zwischendurch sicherlich auch weiterhin Vlogs, wo dann vielleicht auch zu dem einen oder anderen Buch so ein bisschen die Leseerfahrung, der Leseprozess begleitet wird. Ich glaube, so habe ich eine ganz gute Mischung. Ich weiß nicht, ob man das hört. Irgendwie geht meine Nase die ganze Zeit zu. Nicht, dass ich krank werde. Und Buch Nummer 1 von 73 Büchern ist Die Einladung von Emma Klein. Ich habe euch ja gestern schon ein bisschen was zu dem Buch erzählt. Ich habe jetzt so ungefähr 50 Seiten gelesen und ich muss sagen, was hinten drauf steht, dass dieses Buch süchtig mache, kann ich bisher auf jeden Fall sehr, sehr gut unterzeichnen. Also die Protagonistin ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Figur. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie mag und dieses ganze Setting und diese Machtstrukturen, die von Anfang an etabliert werden, diese Abhängigkeiten, diese ganze unwirkliche Welt, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und ich will schon unbedingt wissen,
was da noch so kommen wird. Meine Nase geht wirklich die ganze Zeit zu. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mir gleich einen Tee machen. Ich möchte nicht krank werden. Outro für das Video drehen, aber jetzt liegt mir doch noch mal was auf dem Herzen. Ich hatte euch Anfang der Woche auf Instagram gefragt, ob ihr eine Vermutung habt, wieso ich mir selbst Blumen gekauft haben könnte, und ich fand es total lustig irgendwie, dass fast alle richtig lagen, dass es was mit dem Buch zu tun hat. Vielleicht war es dann auch einfach keine gute Frage, weil die Antwort eh klar war, weil ich euch ja auch schon so lange in diesem ganzen Prozess mitnehme und es sich ja schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass das Projekt jetzt zum Ende kommt und ich es rausschicken werde. Und ja, ihr hattet recht, es ist passiert. Ich fand es sehr spannend, dass viele dachten, dass ich schon einen Verlagsvertrag hätte. So schnell geht das leider, leider nicht. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich jetzt erstmal versuche, eine Agentur zu finden, die zu mir passt, die mich vertritt. Und das ist auch meistens für alle, die nicht so in der Materie drin sind, der erste Schritt. Weil man kann zwar die Manuskripte auch an Verlage direkt senden, aber die haben erstens oft gar keine Zeit, all die Manuskripte zu sichten und zu lesen, sodass man dann ganz, ganz schnell komplett untergeht. Und vor allem ist es schon praktisch, eine Agentur zu haben, weil die Agentur einen einfach vertritt, die eigenen Interessen vertritt, dann natürlich einen guten Vertrag aushandeln kann, überhaupt mal den perfekten, passenden Verlag für einen finden kann. Viele von euch hatten die Vermutung, dass es klappt oder schon geklappt hat. Dann ist es auch in meinem Privatleben so, dass andauernd alle Leute sagen, ach ja, das klappt sicherlich, ich habe da gar keine Zweifel. Und ich denke mir dann manchmal so, ich glaube zwar daran, was ich tue und dass es klappen wird früher oder später, und ich mag auch meinen Text, meine Geschichte, die jetzt fertig ist, sehr gerne, aber diese Branche und dieser Weg in Richtung Schriftstellerei, davon auch leben zu können, ist so unberechenbar und da spielen so viel mehr Faktoren mit rein, als dass die Story gut ist und gut geschrieben ist. Ganz viel Glück, ganz viel Timing, ganz viel die richtige Person kriegt dieses Manuskript zur richtigen Zeit in die Hände und noch viele, viele weitere Dinge. Es gibt ja so viele extrem erfolgreiche AutorInnen, die Ewigkeiten nur für die Schublade geschrieben haben und immer und immer und immer wieder abgelehnt wurden. Und natürlich habe ich Angst, dass mir das auch erstmal eine Zeit lang passieren wird. Vor allem, weil ich meinen Weg hier auch so teile und ich möchte den teilen und mir gibt es total viel und ich freue mich immer so unglaublich, unbeschreiblich sehr, wenn Leute mir schreiben, dass sie Lust haben, mein Buch zu lesen, oder wenn Leute sagen, hey, durch dich habe ich auch wieder angefangen zu schreiben oder sowas. Das macht mich so krass happy. Einfach dieser Austausch hat auch mich die ganze Zeit lang so motiviert, dran zu bleiben und weiter an mich und mein Projekt zu glauben. Aber ich erzähle euch diese ganze Geschichte, diese ganze Reise meines Manuskripts schon eine ganze Weile, seit Monaten, Jahren sogar. Und dieser Punkt, dass ich mal fertig werden würde, lag immer unglaublich weit weg. Und jetzt ist er da und die bessere Geschichte wäre jetzt natürlich, wenn es einfach klappen würde. Wenn ich euch einfach sagen könnte bald, hey Leute, es hat geklappt, bald könnt ihr mein Buch lesen, wenn ihr das möchtet. Aber wie gesagt, es liegt einfach nicht in meiner Hand und es kann genauso gut sein, dass nichts daraus wird. Und damit kommt zu dieser Angst zu scheitern eben auch die Angst dazu, vor den Augen ganz, ganz vieler Menschen zu scheitern. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß, dass das Scheitern dazugehört. Zu diesem Weg, aber auch zum Leben allgemein. Und ich bin eigentlich
innerlich sehr gut darauf eingestellt, dass mir das immer und immer wieder passieren wird und dass es gut möglich ist, dass es mir auch mit diesem Projekt passieren wird. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn ja viele Leute natürlich mithoffen und auch auf News warten und so. Und so sehr mir das Angst macht, so froh bin ich deshalb auch irgendwie, dass ich das genauso gemacht habe und genauso mache. Einfach, weil ich euch ja diesen echten und authentischen Weg zeigen möchte. Und der ist einfach zwangsläufig mit vielen Hochs und Tiefs verbunden. Mit Scheitern, mit neuen Hindernissen, die man nicht hat kommen sehen. Und ja, deswegen hoffe ich auf ein Happy End. Und wenn das nicht kommt, zumindest noch nicht, dann werdet ihr eben sehen, wie ich weiterschreibe und es weiter versuche. Übrigens, weil auch schon viele gemeint hatten, du kannst ja Self-Publishing machen, darüber denke ich noch gar nicht nach, weil so dieser klassische Weg über eine Agentur und einen Verlag schon mein favorisierter wäre. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so gut rüberbringen konnte, was ich sagen wollte. Eigentlich habe ich nur laut gedacht und laut gefühlt. Ich bin stolz auf mich, ich bin wirklich stolz auf mich. Ich mag mein Projekt, ich habe Angst davor, was kommt. Ich habe Angst vorm Scheitern und davor, das öffentlich zu teilen. Aber ich glaube, genau diese Verletzlichkeit und auch sowas mal zu zeigen, ist wichtig und gehört dazu. Das sind jetzt wahrscheinlich erstmal die letzten News für eine Weile zu diesem Projekt, bis es dann wirklich, wirklich Neuigkeiten gibt, ob das so jetzt geklappt hat oder nicht. Aber Geduld, Geduld ist auch etwas, was ich einfach lernen muss. Das war ein sehr langer Monolog, der eigentlich damit anfing, dass ich einfach nur Tschüss sagen wollte. Und vielen Dank, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Ich freue mich sehr auf eure Gedanken in den Kommentaren, auf die Bücher, die ihr im Herbst lesen möchtet. Schreibt einfach gerne, was euch so durch den Kopf geht und dann tauschen wir uns noch ein bisschen aus. Danke, danke, dass ihr hier seid, dass ihr mich unterstützt, diesen ganzen Weg mit mir begleitet, alle Höhen und Tiefen mit mir mitmacht, was das Schreiben angeht, aber auch sonst einfach hier dabei seid. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich, hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann!